Martin Sonneborn hat uns ein Update zum Fall Julian Assange gegeben. Schauen wir uns jetzt zusammen an. Assange. Wo auch immer die Vereinigten Staaten ihre sogenannten Boots auf den Boden gesetzt haben, ist gewaltige Verwüstung entstanden. Die Kriege, in deren angebliche Notwendigkeit friedfertige Öffentlichkeiten mit zuverlässiger Schützenhilfe der Presse hineinmanipuliert wurden, waren mit nichts als blanken Lügen begründet. Während sie im Nahen Osten, Fernen Osten und jeder anderen Himmelsrichtung, naja, außer Norden vielleicht, Hunderttausende, wenn nicht Millionen Menschen das Leben kosteten. Wie kann es sein, dass der Einzige, der dafür im Gefängnis sitzt, Julian Assange ist? Nicht die, die Verbrechen begingen, sondern der, der sie öffentlich machte. Ein Publizist seit bald 5 Jahren auf US-amerikanisches Geheiß von der britischen Justiz. Weil gerade im Chat gefragt wird, wenn die Partei ungefähr 1% erhält, dann bleibt Martin Sonneborn im EU-Parlament. Und wenn das BSW auf 9 bis 10% kommt, dann geht das ins EU-Parlament. Also ist im Themenbereich Außenpolitik, wäre das sicherlich auch eine große Bereicherung. Tief in die foltergleiche Isolation eines Hochsicherheitsgefängnisses gesperrt, bedroht mit 175 Jahren Haft. Das von den USA gegen Assange angestrengte Auslieferungsverfahren zieht sich mittlerweile über 4,5 Jahre, 5 Richter, 3 Gerichtsinstanzen und ist dabei so unübersichtlich geworden, dass es kaum noch sinnvoll zusammenzufassen ist. Es ist nämlich so. Im Januar 2021 hatte das Londoner Bezirksgericht die von den USA angeführten inhaltlichen, politischen und in höchstem Maße absurden Gründe unangetastet gelten lassen, die Assange-Auslieferung, die Auslieferung Assange, muss es heißen, allerdings aus gesundheitlichen Gründen abgelehnt. Dagegen legte die US-Seite Berufung ein, woraufhin der High Court im Juni 2022 das Urteil des Bezirksgerichts aufhob. Der damals zuständige Richter befand, dass Assange, der schon am ersten Verhandlungstag, den er nur aus einer Zelle in Belmarsh verfolgen durfte, einen leichten Schlaganfall erlitt, körperlich und psychisch topfit sei, weshalb man ihn bedenkenlos ausliefern könne. Ein erster Berufungsantrag Assange wurde von demselben Spaßvogel handstreichartig abgelehnt und binnen Tagen unterschrieb die seinerzeit amtsinhabende Innenministerin, eine Schnepfe namens Priti Patel, einen die Sache förmlich besiegelnden Auslieferungsbescheid. Der daraufhin von Assange angerufene Supreme Court, das allerhöchste der reichhaltigen Gerichte auf der Menükarte von England und Wales, weigerte sich allerdings, den Fall auch nur zur Prüfung anzunehmen. Bei der zweitägigen Anhörung in der vergangenen Woche haben Assanges Anwälte nun die Begründung für ihren erneuten und letztmöglichen Antrag vorgetragen, endlich ein eigenes Berufungsverfahren gegen das ursprüngliche Bezirksgerichtsurteil führen zu dürfen, das elementare Sachgründe außer Acht gelassen hatte und gegen die Auslieferungsanordnung des britischen Innenministeriums führen, die nie hätte erfolgen dürfen. Es ist nämlich so. Dass ein australischer Publizist außerhalb des US-Staatsgebietes für die von der Pressefreiheit geschützte Veröffentlichung von in öffentlichem Interesse stehendem Material nach einem US-Spionagegesetz aus dem Ersten Weltkrieg in 17 Anklagepunkten straffällig geworden sein soll, ist vollkommen absurd. Auch Jahre nach der Erstformulierung dieser idiotischen Idee durch irgendeinen radikalen Rechtsausleger in den Strafverfolgungsbehörden der USA. Selbst wenn man der US-Argumentation folgend Assange für einen Spion hielte, hätte das britische Innenministerium der Auslieferung seine Zustimmung nicht erteilen dürfen. Denn Assange wird aus politischen Gründen verfolgt. Spionage wird im Rechtswesen überall und seit je. Hört jetzt gut zu. Also jetzt geht es um die juristischen Feinheiten dieses Auslieferungsabkommens und dass das selbst nach britischem Recht völlig an den Haaren herbei. Also dass die, selbst nach britischem Recht es mehrere Argumente dafür gibt, dass man Assange niemals ausliefern, geschweige denn inhaftieren dürfte. Auch von der britischen Rechtsprechung seit über 130 Jahren durchgehend als politische Straftat eingestuft. Und im US-UK-Auslieferungsvertrag von 2003 sind politische Straftaten von gegenseitiger Auslieferung ausdrücklich ausgeschlossen. Der 18. Anklagepunkt, Hacking, Verschwörung mit Chelsea Manning zum gemeinschaftlichen Datendiebstahl, beruht maßgeblich auf der mittlerweile von ihm selbst als gelogen zugegebenen Lüge eines pädophilen Isländers, der sich im Gegenzug für seine eigenen Verbrechen umfassende Straffreiheit in Island erhoffte.
Die unappetitlichen Details haben wir vergessen und verdrängt. Sie stehen in unserer Assange-Broschüre. Wir würden uns übrigens schämen, mit so etwas überhaupt vor Gericht aufzulaufen. Die US-Seite möchte den Australier Assange nach dem US-Strafgesetzbuch zur Rechenschaft ziehen, besteht aber gleichzeitig darauf, ihm die Schutzrechte aus dem ersten Verfassungszusatz zu verwehren, da er ja kein US-Bürger sei. Leck mich am Arsch. Das muss diese regelbasierte Weltordnung sein, die sich die Bidens, von der Leyen und Baerbock immer so lauthals wünschen. Die von der US-Seite in das erste Berufungsverfahren eingebrachten Garantien, man werde Assange nach den einwandfreien Regeln regelhafter Rechtsstaatlichkeit behandeln und dazu noch hübsch unterbringen, sind, da nicht bindend, das Papier nicht wert, auf dem sie stehen. Die US-Justiz hat in vergangenen Auslieferungsfällen schon vielfach gezeigt, dass sie sich an gegebene Zusagen einfach nicht hält. Im aktuellen Fall will sie noch nicht einmal garantieren, dass es bei den jetzt 18 Anklagepunkten überhaupt bleibt. Assange könnte sich einmal in den USA zusätzlichen Anwürfen gegenübersehen, rechtswidrig aber möglich, die ihm sogar die Todesstrafe einbringen könnten. Wenn ein US-amerikanischer Anklagehonk etwa auf die Idee käme, ihn auch noch des Hochverrats zu bezichtigen. Nach britischem Recht darf nun aber niemand an ein Land ausgeliefert werden, in dem ihm die Todesstrafe blühen könnte. Wirklich niemand. Kein Mörder, kein Folterknecht und erst recht kein Journalist. Die Todesstrafe ist ein absoluter Ausschlussgrund für jedes Auslieferungsersuchen. Den Vorwurf, Taliban-Häuptling Osama bin Laden hätte sich auf dem stillen Örtchen an WikiLeaks-Ausdrucken erfreut, wahrscheinlich neben MAD und Süddeutscher Zeitung, Toilettenlektüre halt. Okay, die Vorwürfe sind häufig ziemlich lächerlich, aber wenn ihr gerade richtig zugehört habt, ihr habt es auch mitbekommen, Assange darf aus zwei Gründen nicht in die USA. Erstens ist es eine politische Straftat. Politische Straftaten sind in diesem Abkommen ausdrücklich ausgenommen. Zweitens, ihm würde in den USA die Todesstrafe drohen, da die US-Behörden ja immer noch weitere Anklagen gegen ihn verhängen könnten. Und in Ländern, wo einem die Todesstrafe droht, darf man halt niemanden hinausliefern. Naja, jedenfalls dürfte man das in einem Rechtsstaat nicht, der an sein eigenes Gesetz gebunden wäre. In Großbritannien des Jahres 2024, mal gucken, ob das da möglich ist. Es ist ja noch immer keine Entscheidung gefällt worden. Halten wir für genauso stichhaltig wie die seit Jahren grundlos wiederholte Behauptung, durch die Veröffentlichung der Leaks seien irgendwelche Tanten, Informanten, Ottifanten gefährdet worden. Tatsächlich hat die US-Seite auch 14 Jahre nach Erstveröffentlichung des Materials noch niemanden auftreiben oder auch nur namentlich benennen können, dem tatsächlich irgendein Schaden entstanden ist. Selbst wenn irgendein Schaden entstanden wäre, hätte das öffentliche Interesse an den Veröffentlichungen das Schutzbedürfnis Einzelner natürlich in titanischer Größenordnung überstiegen. Es ging immerhin nicht nur um eine spekulative oder nachträgliche Aufdeckung von Folter, Verschleppung, Mord und kleineren und größeren Kriegsverbrechen, sondern um ein reales Geschehen, das realen Menschen widerfuhr, Anwalt Fitzgerald. Und die WikiLeaks-Veröffentlichungen waren sogar geeignet, diese real anhaltenden Verbrechen in der realen Welt tatsächlich zu beenden. Die Drohnentötungen in Pakistan nahmen ebenso ein Ende wie die Helikoptermassaker im Irak. WikiLeaks selbst veröffentlichte nichts, das geeignet war, irgendjemanden in Gefahr zu bringen, sondern betrieb vor jeder Publikation einen irrsinnigen Aufwand zur akribischen Bearbeitung des Materials und Schwärzung von Klarnamen. Dass ein dämlicher britischer Journalist ein ihm streng vertraulich übermitteltes Passwort zu einem unbearbeiteten Datensatz später in seinen Memoiren veröffentlichen sollte, ist nun wirklich nicht Assange zur Last zu legen. Erst nach Abschluss des ursprünglichen Bezirksgerichtsverfahrens ist durch die Aussagen von 30 CIA-Mitarbeitern ein klitzekleines Detail bekannt geworden, das es durchaus wert wäre, in dieses Verfahren eingebracht zu werden. Die vom damaligen CIA-Chefpimmel Mike Fatty Pompeo in Auftrag gegebene und von US-Präsident Trump abgesegnete Planung für die Entführung und Ermordung von Julian Assange, der sich seinerzeit als politischer Flüchtling in der ecuadorianischen Botschaft in London aufhielt. Ihr habt richtig gehört, die US-Regierung hat geplant, Julian Assange ermorden zu lassen. Also das müssen sie jetzt nicht mehr, da Ecuador unter enormen internationalen Verschwörungstheoretiker behaupten auch was, das habe etwas mit dem IWF-Kredit zu tun, den Ecuador in der Zwischenzeit bekommen hat. Assange aus der eigenen Botschaft hat von britischen Polizisten heraus eskortieren lassen.
Ja, kann man ihn jetzt ganz legal auf dem Rechtsweg, na, Rechtsweg hier in ganz fetten Anführungszeichen bekommen. Und ja, wie gesagt, eine Entscheidung ist noch nicht gefallen, aber inwieweit das jetzt noch was mit rechtsstaatlichen Grundsätzen zu tun hat, einen Journalisten in ein Land abschieben zu wollen, das seine Ermordung plante, ja, das kann ja jeder selbst entscheiden. Nach dem Fort Seven Leak von 2017, durch das die Cyberspionagefähigkeiten und Praxen der CIA enthüllt wurden, vergleiche die Rede zum soeben zu 40 Jahren Verhaft verurteilten Joshua Schulte, hatte Fatty Pompeo seine eigene Privat-Vendetta gegen Assange und die neue Feindkategorie eines nichtstaatlichen Geheimdienstes für WikiLeaks erfunden, der wir hier mit Assange-Anwalt Fitzgerald unsere eigene entgegensetzen. Während man sich bei der CIA ja nie völlig im Klaren darüber sein kann, wer hier eigentlich für wen in jedes zweite Weltgeschehenes eingreift, sind wir uns bei Assange nämlich ziemlich sicher. Der Typ hat, wenn überhaupt, bei mächtigen Verbrechern für die gesamte Menschheit spioniert. Zitat: WikiLeaks ist eine Spionageagentur für die Bürger. Wenn das Gericht Assanges Antrag auf ja, nicht mal das. WikiLeaks wurden Informationen zugespielt und das hat sie dann veröffentlicht. Das ist klassischer Journalismus. Also eigenes Berufungsverfahren stattgibt, dann können diese Punkte eingebracht werden. Wenn nicht, droht ihm tatsächlich die sofortige Auslieferung. Es könnte sich, wie es Stella Assange befürchtet, binnen Stunden in einem Flugzeug Richtung Virginia wiederfinden. One way, wohin die Verurteilung durch ein aus überwiegend mit Geheimdienstmitarbeitern zusammengesetztes Geschworenengericht sicher ist. Ein Zeitrahmen ist dem High Court für seine Entscheidung nicht vorgegeben. Irgendwann nach dem 4. März, bis zu dem von den Anwälten noch Einzeldokumente nachzureichen sind, wird es soweit sein. Unter Prozessbeobachtern kursiert die verhaltene Hoffnung, dass die beiden Administrationen neben den laufenden Kontroversen um ihre Ukraine- und Israel-Politik, die ihr bereits deutlich schwindenden Wählerzuspruch bescheren, derzeit ein drittes politisches Schlachtfeld vermeiden möchte. Jedenfalls bis zur US-Präsidentschaftswahl im November. Diesem Szenario würde es entsprechen, wenn der britische High Court Assanges Berufungsantrag nachkäme. In aller gebotenen Gemächlichkeit. Für Assange würde das wenigstens ein weiteres Jahr im Londoner Hochsicherheitsgefängnis Hellmarsh bedeuten, mit der erneuten Aussicht auf einen Prozess, dessen Ausgang natürlich wieder völlig offen ist. In den dreckigen Fachkreisen der Geheimdienste nennt man so etwas übrigens eine Slow-Motion-Execution, eine Exekution in Zeitlupe. Man kommt nicht mehr umhin, die rechtsgrundlose Inhaftierung, die sich nun bald über 5 Jahre erstreckt, unter folterähnlichen Isolationsbedingungen, zusammen mit diesem juristischen Unterhaltungsprogramm aus ausweglosen Trampelpfaden durch ein kafkaeskes Rechtssystem für eine solche Strategie zu halten. Eine "Sie kommen aus dem Gefängnis frei"-Karte gibt es nicht für Assange, so oder so. Der erste Prozesstag am vergangenen Dienstag gehörte der brillanten Argumentation der Assange-Anwälte Edward Fitzgerald und Mark Summers. Sie haben noch einmal konzis dargelegt, was darzulegen war. Es ist und bleibt eine albtraumhafte Idee, einen Publizisten für das Verbrechen des Publizierens an ein Land auszuliefern, das seine Ermordung planen ließ. Der zweite Tag gehörte den deutlich schlichteren und lausig vorbereiteten Anwälten der US-Seite. Mit bruchstückhaftem Vortrag und angeborener Herablassung wiederholten sie all ihre unsubstanziierten alten Hüte und die faktisch längst widerlegten Luftnummern aus vorherigen Verhandlungen. Assange sei gar kein Journalist, Chelsea Manning keine Whistleblowerin, ein Huhn gehöre außerdem zur Familie der Laubfrösche und Mordpläne täten nichts zur Sache. Vor allem könne doch wohl kein britisches Gericht den USA etwas so Unehrenhaftes wie unehrenhafte Motive unterstellen. Nach Dekaden der herzlichen Freundschaft und vertrauensvollen Zusammenarbeit dieser beiden großartigsten Staaten auf der Welt. Ist echt nicht bei der Umsetzung eines Gesetzes, was im Ersten Weltkrieg erlassen wurde, als Teil von zahlreichen Repressionsmaßnahmen, um die Opposition zu. Ich meine, dieser Espionage-Act, der wurde 1917 erlassen und ist bis heute in Kraft. Damals hat ein relevanter Teil der US-Bevölkerung gegen den Kriegseintritt der USA in den Ersten Weltkrieg demonstriert, weil man eben der Meinung war, dass die USA sich aus europäischen Konflikten raushalten sollten.
Aber die US-Regierung hat es zum einen durch Propaganda und zum anderen durch massive Repressionen geschafft, die Bevölkerung auf Linie zu bringen. Also man hat beispielsweise auch einen US-Präsidentschaftskandidaten damals für mehrere Jahre eingesperrt. Also das ist der Hintergrund dieses Gesetzes, auf dessen Basis Assange jetzt für über 100 Jahre ins Gefängnis gesperrt werden soll. Welt. Lachen Sie nicht, die Anwälte schienen das wirklich für ihr stärkstes Argument zu halten. Lol. Die Presse hatte übrigens Schwierigkeiten, all dem zu folgen, weil der weltbekannte Hightech-Pionier und Mikrofonerfinder Großbritannien im kleinsten Saal seines höchsten Gerichts offenbar keine zu einem einfachen Mikrofon passende Technik zur Verfügung stellen kann. Stattdessen wurden die rund 2 Dutzend angereisten Journalisten von Gerichtsdienern auf eine Galerie getrieben, von der aus sie einer Videoübertragung der Verhandlungen auf harten Kirchenbänken ohne Tisch folgen sollten. Man spürt sofort die ganze Härte des britischen Rechts, vor allem im Rücken. Die Köpfe von Richtern und Anwälten waren Briefmarken groß, der Ton wurde zeitweise gar nicht übertragen und zum Ausgleich dann gleich doppelt. Über weite Strecken blieb er völlig unverständlich. Das Gericht hatte im Vorfeld angeordnet, dass die öffentliche Verhandlung, die wahrscheinlich entscheidendste für die Pressefreiheit weltweit, selbst online nur von Journalisten verfolgt werden durfte, die sich in England und Wales aufhalten. Ein absolutes Novum. Der mit massiven Eisenstangen bewehrte Käfig, der... Das ist Rechtsstaatlichkeit, das ist Meinungsfreiheit, das ist die unabhängige britische Justiz. Im Gerichtssaal für Assange zuvorkommenderweise bereitgehalten wurde, blieb an beiden Tagen leer. Sein Gesundheitszustand sei heikel und verschlechtert sich zusehends, sagt sein Bruder Gabriel Shipton. Und seine Auslieferung an die USA würde er wohl nicht überleben, sagt Stella Assange. An beiden Prozesstagen harrte eine große Menschenmenge vor dem Londoner High Court aus. Sprechchöre im britischen Regen. Free, free Assange. Zeitgleich gab es Demonstrationen überall auf der Welt. In Barcelona, Paris, Berlin und Hannover. Leider fand kein Staatsführer der westlichen Welt Zeit, sich zu diesem Fall zu äußern. Am Ende dieses prozessualen Bandwurms, den das britische Gerichtssystem hier produziert, wird sich zeigen, ob der Westen seinen moralischen Abstieg ins Mittelalter weiter fortsetzt. Assange, auch das haben seine Anwälte vorgetragen, konnte übrigens gar nicht wissen, dass die Veröffentlichung von wahrheitsgemäßer Information einmal als Straftat angesehen werden würde, denn noch vor etwa 10 Jahren bekam man für so etwas keinen Gefängnisaufenthalt, sondern eine Beförderung, bunte Blumen und den Pulitzerpreis. Wie die Heinis von der New York Times, dem Guardian oder dem Spiegel, die das strafbare Zeugs in ihren Blättern ja genauso veröffentlicht hatten wie WikiLeaks im Netz. Ein wichtiges juristisches Detail, denn es verstößt natürlich gegen alle bekannten Rechtsprinzipien, jemanden wegen einer Tat zur Rechenschaft ziehen zu wollen, die zum Zeitpunkt des Vergehens ja gar kein Vergehen war. Wenn Bürger... Weil das immer noch kein Vergehen ist. Also das ist ja der ganze Punkt. Also... Das ist jetzt noch ein weiterer Begründungsstrang, mit dem man die Absurdität dieses Verfahrens hier offenlegt. Ihr merkt es selber, das Verfahren, das entspricht nicht den mindesten rechtsstaatlichen Standards. Rechtler und Journalistenverbände weltweit nun davor warnen, dass mit Assange der Präzedenzfall für die Kriminalisierung eines ganzen Berufsstandes bevorsteht. Auch derjenigen seiner Vertreter, die noch gar nicht ahnen, dass sie überhaupt davon betroffen sind, dann halten wir das für eine höfliche Untertreibung. Die moderne westliche Demokratie steuert hier mit Sack und Pack schnurstracks auf nichts Geringeres zu als ihren eigenen Wendepunkt. Der Fall Assange wird über ihr Recht, also ihr Recht da draußen, auf Wissen entscheiden. Darüber, ob sie künftig noch erfahren können, was die von ihnen in Macht gesetzten politischen Entscheidungsträger in ihrem Namen tun. Und er wird über ihr Wissen um das Recht entscheiden. Darüber, ob Regierungsvertreter nach Gutdünken im Geheimen ihrer Hinterzimmer agieren können, wo Rechtsbrüche ungesühnt bleiben, weil es zur Straftat wird, sie aufzudecken. In diesem Verfahren geht es nur an der Oberfläche um Julian Assange. Es geht um Recht, Demokratie, Gesetz und Freiheit. Es geht um Regierungskriminalität und Kriegsverbrechen. Es geht um die Unterdrückung von kritischem Journalismus, die Abschaffung der demokratischen Rechenschaftspflicht und die Zerschlagung bürgerlicher Freiheiten. Vergessen Sie nie, Ihre Freiheit ist nicht am Hindukusch verteidigt worden. In Wahrheit geht sie gerade in der Zelle eines britischen Hochsicherheitsgefängnisses zugrunde. Auf einer Fläche von 6 Quadratmetern. Ja, das waren wahre Schlussworte.
So viel Martin Sonneborn zu dem wirklich unfassbaren Fall Julian Assange.